Ja, grüß Gott, meine lieben Leute, wir sind zurück bei Let's Play Pferd Quest. Warum darf ich eigentlich nicht reiten? Wobei, es gibt eine Möglichkeit zu reiten, ne? Auf irgendwie so einen Säbelzahn-Heini. Naja, wir haben die Aufgabe gekriegt, nach Argonia vorzudringen, um ein Spiegelchen an uns zu reißen. Aber die Horrorschinken schinken wir jetzt erstmal einen schönen Tod. Okay. Nein, nicht Zauber. Das kannst du noch nicht so gut. Okay, da töten wir alle gleichzeitig. Auch alle gleichzeitig. Und na, du schießt den Hahn mal in den Korb. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ah ja, ich brauche bald mal eine bessere Peitsche für die gute Jessica. Mir hat, ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist, auch geschrieben, wie man sowas kriegt. Ich muss aber erst noch mal... Hi! Mann, halten die aus! Okay, also nochmal. Die Axt des Bösen, um sie zu schlagen in die Hösen. Und du schießt auf den, ne? Na also, wenigstens ein Ganondorf für arme Tod. Na, wenigstens alle Ganondorfs für arme Tod. Das war gut. So, da haben wir also nochmal einen richtig krassen Kampf erlebt. Nein, der liebe Lord Tim hat sich auch nochmal gemeldet von wegen, ja, gibt da noch so ein paar Rezepte, die du noch nicht gemacht hast. Und auf der gleichen Art und Weise, oh, gibt es noch sehr, ist das ein Todesclown aus der Hölle? Gibt es noch oh, ist ein Super Rooster oder sowas. Ja, komm, wir töten den, ich habe keine Ahnung. Der hitzige Hahn, okay, mal sehen, ob wir ihn enthitzen können. Erstmal im Gepäck rumwühlen und das Platinschwert ausrüsten und konzentrieren. Mr. Wir machen wieder den Standard-Schmarrn. Wenn wir sagen, Energieschub für Yengis und Angelo. Ja, ich habe keine Ahnung, wie stark die Sau ist, deswegen stärken wir unsere Säue nochmal ein kleines bisschen. Deswegen, das wird vermutlich hier jetzt mehr oder minder nochmal eine Explorationsreihe, weil mir Lord Tim nahegelegt hat, doch nochmal Inseln und Ecken von Kontinenten zu besuchen, die wir ohne das Schiff bis jetzt nicht hätten betreten können. Das ein ums andere Örtchen kenne ich ja noch so ein bisschen und von daher probieren wir das Ganze mal. So, wir, ich glaube, da reicht auch eine Mittelheilung auf die gute Fräulein. Haha, ja natürlich. Ah, ich finde ja, dass meine Leute einfach viel zu selten ausweichen können. Ich finde es schade, dass es absolut nichts mit irgendwelchen Charakterwerten zu tun hat. Scheinbar. Und auch Ausrüstung. Das mochte ich an Final Fantasy 5 und 6 und so weiter, dass Ausrüstung ziemlich viele verschiedene Properties haben kann. Unter anderem Magieresistenz, andere Resistenz, Resistenz. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr. Was haben wir denn eigentlich noch für Fähigkeiten? Nadelschuss. Kann Feinde sofort töten. Cherubim-Pfeil. Ja komm, mach den Cherubim. Mach ihn mir. Okay, dieses Hähnchen hat keine Flügel mehr. Sehr schön. Es gibt Hähnchenbrust. Jo, Erfahrungspunkte sind gut. Wir kriegen eine weitere Kupfermünze. Die könnte ich auch nochmal verkaufen, ne? Wie gesagt, ich hatte früher immer gedacht, dass diese Münzen dazu in der Lage sind oder notwendig sind, um... kann ich noch was? Nein, wir haben die maximale Anzahl erreicht. Stimmt, da war irgendwas. Mal gucken, wer... Ob er besser ist. Ja, ne, Ziegelmann muss ich, glaube ich, noch behalten für spezielle Sachen. Du bleibst da. Na, nein, der Talos sowieso nicht. Das sieht nicht so gut für den Hahn aus, ne? Also... Nein! Nein, ich möchte... Versuch aufge... Ja. Okay. Geh weg. Nein, du sollst nicht auf der Stelle gehen. Du sollst weggehen. Ich frage mich nur, ob der jemals wieder dort auftaucht. So, deswegen werde ich mich jetzt hier mal ein bisschen in den Norden des Kontinentes hier zurück... hinbegeben. Also wir werden noch nicht nach Argonia gehen. Vielleicht können wir auch über einen anderen Schleichweg Argonia einmal kennenlernen. Das weiß ich noch nicht. Aber seht ihr das Kapellchen da im Hintergrund? Ja, das sind... Ich glaube, diese ganzen Kapellchen sind dazu da, damit man sich dorthin teleportieren kann, um schneller in der Nähe... Oh Gott! Säbelzahn, Schneikis und... Oh Gott, das sieht... Nein! Übel aus. Jo, wir wollen... Ah, nee, da ist der versteckte Bumerang. Den rüsten wir aus. Wir greifen an. Okay. Ja, was machen wir mit dir? Greift die Sonne... Die Sonne und du mal an. Und ja, wumm auf alle. Und Angelo greift die Katze an. Gucken wir mal. Ob wir zumindest... Ich hoffe, das sind jetzt Gegner, die eigentlich nicht so schlimm für mich sind. Aber wobei, das sieht jetzt gerade noch mal ganz gut aus.
Ja, ich könnte... Oh, der Kotzbrocken. Ne, es ist ein Bombenbrocken. Okay. Das ist, glaube ich, sehr schlecht für unsere Gesundheit, wenn der explodiert. Das sind ja, glaube ich, sowas wie Bomber oder sowas. Dann sollte ich mich vielleicht ein bisschen mehr auf den konzentrieren. Aber dieser Sonnending sah ein bisschen übel aus, wenn ich das so sagen darf. Nur stehen da an, nur stehen da an. Ja, in der Hoffnung, dass wir den Kotzbrocken kaputt kriegen. Aha, er grinst nur. Ja, fress ihn. Da ist ordentlich Fleisch dran. So, ihr dürft jetzt gerne. Ja, wir haben ihn zertrümmert. Zerlümmert. Und dich haben wir auch zertrümmert. Hab ich mir mal... Vielleicht tue ich das jetzt gerade auch mal. Ja, komm. Anscheinend... Also, ich weiß es nicht, ob ich noch großartig stärkere Monster kriegen kann für mich. Und meine Gruppe, um auch Rang B oder sowas zu besiegen. Aber es könnte ja auch mehr oder minder daran liegen, dass wir einfach noch zu niedriglevelig sind, weil die meisten Viecher... Oh! Ich habe irgendwas gebraut! Und es ist der weiße Schild! Yay! Einer der weißen Schilde, stimmt! Okay, dann werde ich mir, glaube ich, nur einen zweiten weißen Schild bauen, oder? Das wäre doch... Deswegen habe ich das Zeug hier geholt, ne? Also von daher, was war das noch gleich? Die Silberplatte... Und der Eisenschild, genau. Und dann Starto! Ja, möchte ich. Dann kann ich diesen einen weißen Schild mal an meine Muttis abgeben. Okay. Okay. Ja, wir wissen, König. Wir wissen. So. Nein! Ah. Warum? Warum ist mein Button, den ich im Kopf habe, zum Abbrechen, nicht der Knopf zum Abbrechen, sondern der zweite zum Bestätigen. Es ist Kaka. So, wir transferieren dich zu... Ja, das ist was. Der weiße Schild ist jetzt für die Jessica. Genau, das ist gut. Gut, dann hält sie auch ein bisschen mehr aus, hoffentlich. So, unsere... Ich hab nebenbei hier die Karte offen, oder eine Karte offen, die mir die Anwesenheit von... Schatztrüchen zeigt. Deswegen erhoffe ich mir auch, dass ich da durchkomme. Oh, toll. Toll, diese Schleimi-Gruppen, die bringen gar keine Erfahrungspunkte dafür, dass die so lästig sind. Du, sie machen mir auch keinen Schaden, aber sie können sich in so einen Schleimkönig transformieren. Was schlecht für die Gesundheit. Sehe ich da was Rotes? Sehe ich da... Nein, ich sehe ja gerade mal gar nichts. Verdammt nochmal, wo habe ich mich denn jetzt... hinverschlagen lassen. Oh. Oh, da bin ich so, glaube ich, auf der ganz falschen Seite von allem, um das zu... Ah, ach, da drüben ist das Teil. Wie komme ich... Und ein Klops. Wie komme ich denn auf die andere Seite? Moment. Nee, zoomen muss der werden. Heraus so. Vielleicht komme ich mit dem Schiff auf die andere? Vermutlich. Ich hoffe, ich kann mit dem Schiff eventuell da ablegen und dahin. Aber, nur gut. Wir haben auch noch andere Möglichkeiten hier. Oh, es sind Giftwespen. Ich wette, die können vergiften. Bin mir... Nein, falsch. Bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher, ob sie das tun können. Hat die Wespe irgendwas getan gerade? Außer... Nee, ich bin niedlich. Ich möchte niedlich sein. Das sah auch ein bisschen niedlich aus, wie sie mit ihren kleinen, ranzigen Klauen versucht hat, mich zu... Absolut. Nein? Obwohl, die erste haben wir ja niedergestreckt. Gestreckt. Ja, bringt Tod und Verderben. Ich frage mich, ob diese Art des Angriffs, die Yengis dort betreibt, also dieser Gruppenangriff, der sehr, sehr cool ist, ne? Ob der mitskaliert mit besseren Waffen. Weil der ist jetzt ja mittlerweile im Vergleich zu dem Single-Target-Schaden, den er verbreiten kann, nicht so ganz krass. Ja, vergleichsweise. Oh, das sieht irgendwie so ein bisschen mediterran aus hier, ne? Ey, die Mönche greifen mich an! Lohnt es sich vielleicht doch hier ein bisschen zu speichern, zu laden? Ich meine, zu schlafen. Diese Kirche wurde ursprünglich gebaut, damit Pilgerreisende hier über Nacht rasten konnten. Aber ich wüsste keinen Grund, einem Reisenden ein Bett zu verweigern, auch wenn er kein Pilger ist. Oh, das ist aber nett. Nicht in die Gegend pinkeln, kleiner Mann. Es war ein klarer, sonniger Tag, genau wie heute. Da hat er es gesehen. Wovon redet ihr? Was habt ihr gesehen? Wie dieser Mann über das Meer lief, natürlich. Der Bruder drinnen wird euch alles darüber erzählen. Aha, er hat auch Jesus Magus gesehen. Ah, dieses blasphemische Spiel voll von... Ach, da kann man schlafen. Gut, gucken wir uns mal hier um. Voll von fiesen Frauen, die sich unter Würde verkaufen, um ihre Hintern zu wackeln. Bist du der Bruder? Nee.
Wenn ihr der Straße folgt, die an der Küste vorbeiführt, werdet ihr bald auf eine Stadt namens Baccarat stoßen. Da gibt's ein richtig großes Casino. Aber irgendwas stimmt da nicht. Es ist normalerweise das ganze Jahr hindurch offen, aber jetzt hat es plötzlich zugemacht. Nee, das haben wir schon alles ergründet. Oh, Küche, okay. Oh, ja, Küche, das ist logical. Logical Inneneinrichtung. Achso, das ist nur eine normale Leiter. Nein, ich guck nur. Ich guck nur. Ich will nur die Motten. Ich bin der Mottenvertreiber. Und der Mini mit. Ja, das war eine glänzende Motte, die sich jetzt gerade durch meine Tasche gefasst hat. Seid gegrüßt, Reisende. Ihr müsst erschöpft sein. Wieso bleibt ihr nicht eine Weile hierher kommen? Ruhigt euch gut aus, meine Kinder. Ich hab meine Mutter wieder gefunden. Endlich, meine Mutter. Also nicht Jessicas Mutter, sondern Batmans Mutter. Oh, guten Morgen, bla bla. Die stehen die ganze Nacht hier, wa? Talente sind neue Techniken, die man erlernt. Talente sind Entdeckungen. Sie sind Souvenirs, die man auf der Reise durchs Leben sammelt. Wenn ihr eine Frage zum Thema Talente haben solltet, dann kommt einfach zu mir. Kann ich euch jetzt gleich mit irgendwas behilflich sein? Nein. Was? Nun anscheinend fehlt euch das Talent, Gespräche zu führen. Nein, ich habe das Talent, Kommentare zu schreiben, als Antwort auf andere Kommentare. Angenommen, ihr könnt mit eurem guten alten Schwert meisterhaft umgehen. Ihr könnt die Spezialfertigkeiten, die ihr mit dem Schwert gelernt habt, nicht verwenden, nachdem ihr eine andere Waffe ausgewählt habt. Das wird nicht funktionieren, normalerweise jedenfalls. Deshalb ist es manchmal besser, die alte Waffe zu behalten, selbst wenn ihr eine neue erworben habt. Dann könnt ihr sie ausrüsten, wenn ihr bestimmte Talente verwenden möchtet. So machen es jedenfalls die Profis. Irgendwie habe ich das Gefühl, die schon mal anderswo gesehen zu haben. Ich habe kein Auge mehr zugetan, seit ich das gesehen habe. Wer erwartet denn schon, einen Narren so über das Meer rennen zu sehen? Er ist an der Küste entlang gelaufen, also war er wahrscheinlich unterwegs nach Baccarat. Ich wünschte nur, ich könnte diesen Anblick für immer und ewig vergessen. Vielleicht war es auch nur eine Art Phantom. Nein, wir sind nicht in Dark Souls. Oder in Bloodborne. Heißen die Dinger in Bloodborne auch Phantome? Ich weiß schon gar nicht mehr. Okay, was ist das denn? Die strammen Pilze aus dem Norden oder ist das irgendwie Deckenverzierung? Na, keine Ahnung. Aber es sieht nett aus hier, es sieht nett aus. Da drüben sollten wir aufpassen, wenn wir mit dem Schiffchen fahren, fürchte ich. Komm, geh mal da runter, geh mal da runter. Dankeschön. Okay, dann... Ja, das war jetzt wahnsinnig ereignisreich bisher, gell? Aber ich... Speichern tue ich nachher auf Screen. In der Hoffnung, dass mir der Spielstand nicht abschmiert oder sonst irgendwas passiert. So, es ist an der Zeit, dass wir jetzt... Ah, dieses doofe Spiel. Das, nja. Da hinten ist eine Schatzruhe, du kommst nicht ran. Nja. Ich hasse es. Aber da drüben ist Schatztruhe Nummer 1, die wir uns heute anklauen. Ja, in der Hoffnung, dass gut Loot drin ist. Bin ich jetzt hier gerade in der richtigen Richtung? Das reißt mich... Oh, da drüben ist die Antarktis. Das reißt mich richtig raus hier. Mein Gott, dieser Strom hier muss ja eine wahnsinnig warme Strömung in diese Richtung haben und eine wahnsinnig kalte Gegenströmung. Geht das überhaupt? Diese Wassermasse. Ich sollte den Instant Death Zauber, den der gute Angelo beherrscht, einfach gegen jeden Gegner einfach mal anwenden, der sich uns in den Weg stellt. Manche sind dafür echt empfänglich. Und dann sollte ich es mir notieren, ob... Ja, komm, mach das Ding auf. Das ist mir egal. Wir können sie nämlich aufschließen. Wow, 1200 Goldmünzen. Ich war offscreen, meine ich, Moment. War ich nochmal Jetons holen. Oh, das ist die Truhe gewesen, die ich eigentlich als zweite erst holen wollte. Das Ding da hinten ist mir ja völlig entgangen. Krassomat. Und die Grafikfehler sind mir auch völlig entgangen. Wuhu. Ich meine, ich könnte mich jetzt zurück teleportieren, aber ich würde auch ganz gerne nochmal das ein oder andere Charakterlevel mitnehmen. Ja, allein schon, um in der geilen Sauna der Monster ein bisschen mehr Hitze vertragen zu können, wenn ihr wisst. Boah, da redet man gerade von der Krassheit und ist Angelo richtig da auf der Matte. Joa. Und das bei mickrigen Erfahrungspunkten, die wir gerade gekriegt haben. So, Bögen weiter verbessern. Jawohl. Alles klar. Und er wird ein Pfeilritter. Oh, wir erhalten den Multischuss. Ich glaube, der ist ziemlich gut. Das ist so, glaube ich, der Skill für den Bogen. Gegen alles und jeden geeignet. Außer für die doofen Staubsaugervertreter. Weil die saugen die Pfeile einfach ein. Aber ich schließe diese Schatztruhe auf und nehme mit, was? Ein Tattoo. Wozu ist ein Tattoo da? Das werden wir jetzt herausfinden, hoffe ich. Wenn wir in den Beutel und gehen und uns den Inhalt... Also, was haben wir denn hier? Ein Magiesamen. Die maximalen MP.
Ja, wen nehmen wir denn da? Jessica, oder? Ja, komm, nehmen wir Jessica. Wir müssen mal die Samen verwenden. 4 Punkte hört sich eigentlich ganz gut an. Was ist das hier? Ein Ausdauersamen. Bertmatt. Ganz wichtig. Oh, 2. 2 ist gut. Was ist das hier für ein Samen? Es ist der Stärkesamen. Na komm, Jessica. Jessica kriegt jetzt Stärkesamen. Obwohl ich werde sie aufteilen zwischen den beiden. Ein Talentpunktsamen. Wem möchte ich das geben? Den spare ich mir ehrlich gesagt lieber noch ein bisschen auf. Egal. Sonst noch irgendwelche Samen hier. 8 Mini-Medaillen haben wir mittlerweile schon wieder. Nein, das sind... Oh, nee, das sind Schilde. Ne? Das waren Topfdeckel, genau. Das sind alle meine Schilde. Sonst keine Samen mehr da. Ich hätte gedacht, ich hätte noch mehr Samen gehabt. Was macht denn das? Ein abnehmbares Tattoo mit einem seltsamen Muster, das die Angriffskraft steigert, wenn es getragen wird. Angriff... Ach, ja, guck mal, wie wir das transferieren können. Wahrscheinlich Angelo. Nee, Quatsch, Angelo. Der braucht aber nicht so viel Angriffskraft. Das ist mit mehr Angriffskraft... Wow. Also das macht ja ordentlich mehr Angriffskraft. Ja, es sind ja auch 8 Angriffskraft. Das macht weniger Angriffskraft. Tatsächlich. Lohnt sich das irgendwie? Was ver... Okay, ich muss mal gucken, was wir jetzt verlieren. Ach, die Netzstrümpfe. Das ist jetzt selber ausprobieren. Nee. Ich glaube, die Angriffskraft ist nicht so prall insgesamt, als dass ich das jetzt tierisch lohnen würde. Hoffe ich. Was ich jetzt auch mal mache, ist, Magie zu benutzen, um mich zu teleportieren. Nämlich genau hierhin. Kirche am Meer, ist das das hier? Gucken wir mal, ob das die Kirche am Meer ist. Weil ich möchte gerne mein Schiff hierhin verlagern. Ja, es ist die Kirche am Meer. Haha. Und da ist es auch schon, mein Schiffchen. Wenn ich denn da hinlaufen darf, danke ihr Perspektiven, dann versuche ich einfach mal auf der anderen Seite anzulegen und mal gucken, ob ich da an die Schatztruhe rankomme. Ja, das wäre nämlich ganz toll. Genau, das ist quasi hier, ne? Dann gucken wir mal. Kannst du hier anlegen? Gucken wir mal, ob das genau die Stelle ist. Wir haben ja eine schöne Brücke, die wir ausklappen können. So, wo sind wir denn jetzt hier? Gucken wir mal auf die Karte. Haha! Ich brauche keine Umwege gehen, ihr Loser! Da ist... Noch eine Schatztruhe, oder bin ich jetzt gerade total... Oh, mein Schild ist fertig. Die Mikrowelle klingelt. Sind ja andere Gegner oder so? Nein. Die Gegner hier sind alt und schwach. I like it. So, jetzt muss ich erstmal mich orientieren. Ich muss irgendwie nach hier laufen. Hier muss irgendwo diese aus der Ferne sichtbare Schatztruhe sein. Irgendwo. Es ist toll, dass man die aus der Ferne so gut sieht, aber nicht von hier. Oder liegt die hier, steht hier unten irgendwo? In hier dann? Ja, hoffe ich. Sag doch nicht. Ah, da ist sie. Gut verborgen. Und da ist Mr. Klops. Ja, dann gehen wir noch Mr. Klops verklopsen. Oh. Was für Dämliche. Nur von vorne. Immer dieses Gold. Ich brauche bessere Waffen und sowas. So. Gucken wir mal. Es ist der Speerfuchtler. Okay. Kämpfer. Wieder ins Gepäck gehen. Um mein Platinschwert auszurüsten. Ein bisschen konzentrieren. Du machst den Hemmspalter. Du zauberst den Energieschub auf Jenges. Und du zauberst die Megastärkung auf uns. Wir kriegen ordentlich einen Speer ins rechte Nasenloch reingepfeffert. Es ist immer schön, wenn die Verteidigung dann zunimmt, nachdem es das erste Mal schon zu spät ist. Hulala, hulala. Nee, aber weil Jessica momentan... Ich weiß nicht, ob andere... Ui. Auch in der Lage sind... einmal konzentrieren, nochmal dasselbe. Ob andere auch in der Lage sein werden, den Energieschub irgendwann mal zu... Ja, mach das so. Und du fängst jetzt das Heilen an. Auf... Ja, genau. Den Energieschub zu wirken, weil dann könnte Jessica auch selber mal mit ihrer etwas superberen Technik, weil sie tatsächlich einen Angriffsboost kriegt, im Vergleich zum Falkenschlag des Helden, der einen Angriffsmalus kriegt, mächtig Schaden zu machen. Aber wenn sie die Einzige ist und dann auch noch eigentlich sich konzentrieren müsste, um dann noch mehr Damage zu machen, ist das ein bisschen schade. Ich glaube, jetzt greife ich einfach normal an, weil das kann theoretisch stritten. Da kommt Energieschub auf dich selber und Angelo nochmal die Mittelheilung auf. Fräulein Jessica.
damit ihr, ich weiß ja nicht genau, wie stark oder wie viele Lebenspunkte der Knabe hat. Es kann ja sein, dass der schon wieder jetzt gleich tot ist, wenn der Held mit seinem Falkenschlag zugelangt. Ja, sag ich doch! Na, aber es ist egal, es freut mich. Wir kriegen Erfahrungspunkte, wir kriegen Schätze, wir können nochmal kontrollieren, ob der Typ hier gut ist oder nicht. Ich gucke gerade mal. Das sieht an und für sich nicht so ganz schlecht aus. Ich gucke mal. Ich vergleiche nochmal. So, Hackzilla, superb. Wambo, superb. Der Ziegel, ja, den behalten wir. Na, no. Ich weiß nicht, die ist eine Hexe, die behalten wir. Den Goldmann, ja, der ist auch superber, superber, superber. Nein, der Groove. Er ist ein bisschen schwierig, ne? Der hat ein bisschen mehr Hitpoints, aber dafür ist der hier. Na komm, wir behalten den Orkus. Ja. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee gewesen ist. Weil Hitpoints sind an und für sich ja auch nicht schlecht, ne? Wie wir gesehen haben. Gut, diese Schatztruhe haben wir uns nun auch zu Leibe geführt. Dann werde ich nochmal ein bisschen weiter übersetzen, um mir die andere Schatztruhe dann noch zu holen. Und ja, ich sag mal so, wenn ich wieder 10 Mini-Medaillen habe, dann könnte man nochmal Prinzessin Mini besuchen gehen, mal zu gucken, was wir da kriegen, würde ich sagen, gell? So, genau. Ich guck hier gerade nochmal. Also, es war irgendwie auf dem Teil hier. Mal sehen, ob wir uns hier drauf jetzt einfach so anlegen können. Ich meine, das finde ich wirklich cool gemacht, dass es nicht so vordefinierte Punkte gibt. Also es wird sicherlich so ein bisschen vordefiniert sein. Bin jetzt aber auf der richtigen Seite, ne? Hoffe ich doch zumindest. Weil ich da auch nochmal in ältere Regionen des Spiels vordringen kann, um dort einfach mal anzulegen und die Schatztruhen mitzunehmen, die ich vorher noch nicht finden konnte. Ein Ausdauersamen. Yay, ein weiterer Samen. Hatte ich nicht noch irgendwie einen Magiesamen oder sowas in der... Oh. Oh. Was mache ich denn da jetzt am besten? Probieren wir mal Metallhieb. Okay, Jengis. Benutzt die Fähigkeit des Scharfrichters auf dir. Ich habe keine Ahnung. Energieschub auf den Helden. Bringt das was beim Metallhieb? Probieren wir mal. Und Angelo. Moment. Angelo macht was Folgendes. Und zwar der Wuppzauber auf das Hähnchen. Weil wir den möchte ich erstmal weghaben. Aber der ist gut gegen Instant Death gewappnet. Weil er sehr unter sehr schlechten Bedingungen gehalten wurde. Oder... Danke! Oh, okay. Es ist... Okay, es sind keine Erfahrungspunkte-Bestien, sondern es sind einfach nur Normalgegner. Okay, wusste ich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Dann kann ich auch mein versteckten Boomerang ausrüsten. Und nochmal angreifen. Okay. Dann benutzt du die Fähigkeit des Alles-Umbringens. Du benutzt den Wupp-Zauber, wenn ich ihn... Oder Wummzauber. Und uiuiui. Nein. So. Wo haben wir denn? Irgendwie Vollheilung. Ja, Vollheilung auf dich selber. In der Hoffnung, dass du zuerst dran bist. Okay, ein Gegner schon mal. Schweigen gehabt. Immerhin so viel. Schweigen gehabt. Nicht auf Angelo. Oder erstmal bitte alle sterben. Please. Please. Okay, die sind einfach nur ein bisschen besser gewappnet. Oh, Schwein gehabt. Ich hätte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der so federn lassen musste, sag ich jetzt mal. Das ist ein bisschen dumm. Aber ich vermute mal, die werden nicht so wahnsinnig viele Erfahrungspunkte laden lassen, wie es mir jetzt eigentlich lieb wäre. Aber gucken wir mal. So. Auf den, den, den. 5 Schaden haben mir gefehlt. Wuhu. Ja gut, aber dafür mag ich es, dass er die einfach so wegdost. Ja. Und Jessica wird krassomatischer. Sehr, sehr gut. Oh. Ja, sie könnte mehr Stärke vertragen, aber was soll's. Was Stäbe war das, ne? Irgendwie. Wobei, ich möchte ja ein bisschen noch auf Sex-Appeal geben. Ja, das möchte ich. 127 Goldmünzen. Yay! Die anderen waren noch, glaube ich, ganz gut dabei. Die Schatztruhe. Habe ich die Schatztruhe jetzt hier geholt oder nicht geholt? Das ist jetzt die Frage. Oder ist sie weiter hier... Oben? Es tut mir gerade von Herzen leid. Ich bin jetzt gerade... Ah, nee, da war sie.
Sehr gut. Gut, dann warte, Moment, ich muss gerade mal gucken, wo ich mich gerade befinde. Das ist hier. Das ist gut, weil hier kann ich mich noch zu einer zweiten Schatztruhe vorarbeiten, die ich dann mitnehme. Und dann werde ich mich nochmal zu der Kapelle zurück teleportieren lassen. Oder wie mache ich das? Na, wir gucken erstmal. Also mir ist gerade schon im höchsten Maße bewusst, dass ich jetzt gerade meine Pferdehufe unter meinen Stiefeln oder meine Pferdehufstiefel eher in die Richtung toll, da kannst du nicht runtergehen, in die Richtung bewegen, wo wir eigentlich hin müssen. Aber ich habe mir gedacht, dass der Springschakal für mich ist eine Qual. Moment, die sind glaube ich neu, oder? Du greifst normal an. Ja, probieren wir wieder mal den Schwuppzauber, ob die sich davon beeindrucken lassen. Die Schleimi-Dinger, also die Metallschleimkrieger. Da habe ich gerade eben drei Stück von vier mehr oder weniger mit dem Schubzauber in die Knie gezwungen. So, wozu Schaden machen, wenn das so geht? Ich liebe es. Yeah. Ich liebe es aber nicht, dass ich keinen Level abkriege. Aber was soll's. Kann man nichts machen. Ich muss gerade nochmal was gucken. Also, genau. Ah, ich bin, glaube ich, so ziemlich auf dem richtigen Wege zu einer weiteren Truhe. Hoffe ich zumindest. Müsste ich die hier nicht irgendwie sehen? Bin gerade ein bisschen... Moment, ich muss nochmal gegenprüfen. Also, ich bin hier. Wo ist dieses Teil? Guck. Ja, wir müssten eigentlich auf der richtigen... Oder? Moment. Ja, wir müssen auf der richtigen Seite. Ich will nicht dran vorbei. Ah, da hinten schält sie sich heraus. Aber keine Sorge, ich habe einen Plan. Und zwar erstmal so ein paar Orte entdecken, zu denen wir uns denn teleportieren können, wenn wir schon mal da sind. Und dann, wenn wir uns wieder weiter um die Story kümmern, dann sind wir relativ gut wieder dabei. Ein Flinkheitssamen. Ah, it's very lohnend. So, muss mich wieder orientieren, wo wir uns lang bewegen. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Dieses Mal hat es von diesen Schleimegelrittern auf den Metalldingern absolut niemanden umgehauen, dass ich mit Instant Death belegt habe. Da muss ich eben nur ein wahnsinniges Schwein gehabt haben. Also von daher lieber dann die konventionellen Bazookas auspacken. So, ich habe gerade noch ein bisschen im Inventar rumgefummelt mit dem Alchemiekessel. Aber es scheint, also ich habe jetzt den zweiten weißen Schild auch durch und ein Angelo ausgerüstet. Es fehlt mir aber, glaube ich, an so ziemlich jedem Materialien, so rum, um weitere Rezepte durchzuprobieren. Zu schade, dass es hier offensichtlich keine Metallschleimgegner gibt, also richtige Metallschleimgegner, die auch Metallschleimgegnerabwehr haben, aber dafür ordentlich an Erfahrungspunkten ausspucken. Ich komme mir, unterlevelt komme ich mir eigentlich nicht vor. Aber ich würde schon ganz gern nochmal die eine oder andere Stufe mitnehmen, um es nochmal in der Monster-Arena zu probieren. Es ist etwas schade, dass der Multischuss tatsächlich auch Magiepunkte verbrät. Ein bisschen doof, weil wir haben ja nicht so viele davon, insgesamt betrachtet. So, hier müsste auch noch, entweder bin ich hier falsch oder bin ich richtig. Aber was für eine Logik, Bernd, was für eine Logik. Also, theoretisch müsste es jetzt hier bald, jawoll. Wehe, du bist eine Mimik. Ja, sehr gut, es ist keine Mimik. Doch nicht. Eine Mini-Medaille, wuhu. Ich glaube, je nachdem, wo ich mich hinbewege, werde ich auch noch die ein oder andere in diesem Schatztruhe finden. Aber nun habe ich sie gefunden, eine weitere. Also noch eine. Irgendwie, Aber das kennen wir, glaube ich, schon, ne? Diesen... Haha! Oder nicht? Ich weiß es gerade, ehrlich gesagt, nicht. Machen wir... Das ist jeweils eine... Gruppe... Ah, ich bin auf der Axt der Angst. Na gut, dann machst du die hier. Dann machst du den mächtigen Wummzauber. Und du... Na komm, Multischuss, wo wir es haben. Nein, die letzte Warte ist geschafft auszuweichen. Aber diese Gruppe sollte, glaube ich, ordentlich Erfahrungspunkte geben. Wobei Jessica auch schon ziemlich ausgeblutet ist, was ihre Magiepunkte anbelangt. Deswegen bin ich alles andere als dagegen, nochmal einen Speicherort zu finden. Aber ich glaube, das könnte hier nichts geben. Oh, wir verteilen unsere Angriffe wirklich sehr, sehr schön. Auf alle. Ja, Multischuss kann was. Also, ich mag ihn sehr gerne. Jengis, du darfst nochmal an Jessica, auf die hier und Angelo. Der greift auch nochmal an. Gucken wir mal hier. Ja, das hat sich echt gelohnt, hier mal die Initiative zu erlangen. Oh, I like it. Oh, so viele Erfahrungspunkte und keiner kriegt ein Level ab. Ich fühle mich diskriminiert gerade. Ich bin diskriminiert. Ah ja, genau, da hinten. Da bin ich zu diesem Weg zu.
werde ich hier. Ach komm, geh mal hier lang. Ja, das wusste ich ja auch, Leute. So, sollte man öfter mit dem Cherubim-Pfeil agieren, um die Magiepunkte von Angelo ein bisschen auf Stand zu halten. Ich glaube, wenn wir hier eine etwas längere Reise vollbringen, jetzt hier zu Fuß, dürfte sich das durchaus lohnen, weil ich habe schon ordentlich was an Magiepunkten eingebüßt. So, ich muss mich jedes Mal... Oh, stimmt. Da ist jemand... Was ist denn meine Entgiftung? Man vergiftet worden gerade im Kampf. Ich bin vergiftet worden. So, jetzt muss ich erstmal wieder orientieren. Das ist das Problem. Dann dreht man sich irgendwie und dann wird man bekämpft. Und dann weiß ich nicht mehr, von wo ich gekommen bin, weil man gerade in der Drehung gewesen ist. Und all so ein Scheiß halt. All so ein Scheiß. So, in Anbetracht meiner aktuellen mentalen und körperlichen Verfassung, beziehungsweise der Heldin, werde ich eine klitzekleine Planänderung vollziehen. Ich werde versuchen, hier eine Bastion zu erreichen, von der ich explorieren darf. Oh my goodness. Wir haben Pseudomachos und wir haben... ordentlich. Hui. Gucken wir mal. Also, Axt ist böse. Die Dinger können vergiften, deswegen möchte ich sie umbringen. Ich möchte den Wurmzauber. So. Jetzt bin ich natürlich hier halb tot schon. Möchte ich versuchen, den... Ja, komm, probieren wir mal den Schwuppzauber auf die. Ja. Oh, okay, weiß ich also absolut nicht, was die drauf auf dem Kasten haben. Den Wurmzauber möchte ich dann trotzdem gerne anwenden, um die Bogenschützen noch irgendwie zu erledigen, bevor sie dran sind. Ja, 11 Schadenspunkte gate. Okay, einer von diesen Teufeln ist das. Toll, ist wieder mal Jengis, der das Zünglein an der Waage ist, der eine Kreditkarte hinten auf dem Rücken hat, warum auch immer. Gut einkaufen. Toll, ich glaube, er hat den einzigen nicht getötet, der noch hätte angreifen können. Toll. Danke, Spiel. Danke, herzlichst. Aber dafür hält sich der Schaden, den wir eingesteckt haben, ganz gut in Grenzen. Yay. Ordentlich Erfahrungspünktchen, aber nein, ihr habt kein Level-Up verpasst oder sowas. Nein. Natürlich müssen wir nachts unterwegs sein. Oh, ist ein Zelt. Vielleicht können wir da nächtigen. Wer weiß das schon. Und speichern. Ich glaube nicht, dass wir das können. Toll, sie greifen uns an. Aber der Schwuppzauber rettet uns freudig. Wenn er mit dem Osten weitergeht, kommt er nach Argonia. Das ist ein riesiges Gebiet und der Chef ist ein Typ namens König Clavius. Zum Glück kein König Clavius, aber da können wir hier wohl nichts machen. In den Wäldern im Westen lebt ein blinder alter Mann. Neulich habe ich ihn noch dort besucht, weil ich versuchen wollte, ihm etwas zu verkaufen. Ich habe mich gefragt, ob er bei seinen Einkäufen wohl manchmal zu wenig Wechselgeld herausbekommt, weil er doch nichts sehen kann. Nicht alle Händler sind so gut und ehrlich wie ich, ihr wisst ihr. Ich versuche immer fair zu bleiben. Jedenfalls, wie mir das nochmal so durch den Kopf geht, sagt er auf einmal, er hätte noch nie zu wenig Wechselgeld herausbekommen. Da war ich baff, das kann ich euch sagen. Als hätte er meine Gedanken gelesen oder so. Was für ein Zufall, was? Ja, das ist Fair Trade. Definitiv. Okay, das ist also dieses Hütchen hier. Ich frage mich, ob wir uns dorthin teleportieren können, aber wahrscheinlich nicht. Nach Westen also. Moment, ich will noch mal kurz gucken. In den Wäldern im Westen. Und das da Wälder? Sieht aus ein bisschen wie Gebirge oder, keine Ahnung, Wälder über ein Verfallsdatum. Aber wahrscheinlich ist es eher Gebirge. Ja, dann legen wir den langen Weg. Ja, ich gehe nach Argonia, aber nicht um dort weiterzumachen, sondern um dort geil zu sein. Nein, so, du greifst normal an. So, Akt des Bösen auf euch. Ja, ich muss Magiepunkte sparen, deswegen mache ich das jetzt so. Was sind das, alte Gegner? Nee, sieht mir nicht nach alten Gegnern. Also, sie sehen aus wie Gegner, die wir schon bekämpft haben, ne? Das wollte ich gesagt haben. Ja, der Unterhosentanz. Nein! Ja, wir sind aber nicht beeindruckt. Niemand ist beeindruckt, wenn jemand mit Unterhosen tanzt. Das sind so billige Pantomime oder sowas. Könntest du... Ja, da hätte ich ganz normal besser angreifen sollen, ne? Ja, dann wäre der jetzt wahrscheinlich hinüber. Aber es bringt mir nichts. Ja, komm, du und Angelo, du schießt nochmal auf den da. Für den Fall. Verdammt, das ist der Fall. Der Fall ist eingetreten. Yay! Bert möchte auch noch. Der darf normalerweise vor euch. Ja, sag ich doch. Boah, er ist so stark, der Batman. Er muss noch stärker werden. Das ist der Wahnsinn. Oh yeah. Okay. Ja, es wird wieder eine lange Folge. Eigentlich hatte ich gar nicht vorgehabt, die so lang werden zu lassen. Ja, das passiert, wenn sich Pläne mittendrin ergeben. Nochmal ändern. Aber was soll's. Ich mach dir auch in gewisser Weise Spaß.
Also wenn ich mal speichern gehe, dann muss ich mal nachgucken, wie lange meine Helden noch für ein Level-Up brauchen. Das ist ja enorm. Ach, scheiß drauf. Den mache ich jetzt! Den Knaben, den Hackhenker! Der ist zu blau dafür! Um nicht blau, nicht gerüttelt zu werden. So, Platin-Schwert, ausrüsten und konzentrieren. Also, das Übliche halt, das Übliche. Der Händspalter, Jessica, na, guck mal. Nein, das war was anderes. So, Energieschub auf Jengis. Und... Ich hoffe, es wird sich lohnen. Ich hoffe, ich kriege ihn auch platt. Dann darf ich den ganzen Weg nochmal laufen. Na, was soll's. Das kriegen wir wohl hin. Außerdem werden wir jetzt widerstandsfähiger. Yeah! So. Hoffen wir mal, dass er nicht so viel auf dem Kasten hat. Ja, also das abwehrtechnisch sieht es eigentlich ganz gut. Oh. Oh, das... Was? Okay, trotz Konzentration... Aber es ist doof, dass er zweimal angreifen darf. Das darf man nicht. So, nochmal der Hemmspalter. Du machst jetzt den, wie üblich, auf Batman. Und du, wie üblich, gehen wir jetzt auf Heilung. Weil Jessica braucht es jetzt im Zweifelsfall. Um nochmal einen Angriff zu überleben. Weil sie... Gehen nie so richtig aus. Ich glaube, ich hätte besser eine Vollheilung draus gemacht. Ich frage mich, ob das auch wieder so einer dieser Gegnertypen ist, die voll auf Frauen abfahren. Ich hoffe, diese Heilung fährt jetzt auch voll auf sie ab. Weil sonst könnte das ziemlich knapp werden, möchte ich sagen. Vier Lachen. Ja, ja, das ist okay. Okay, kämpfen wir. So, jetzt aber. Richtige Hiebe hier. So, einmal das. Du greifst normal an. Du haust ihn jetzt einfach mal. Und du... Ich könnte jetzt einen Multischuss wagen. Der ist wahrscheinlich auch hinüber, aber nur für den Fall der Fälle. Nur für den Fall der Fälle möchte ich, dass sie gut dabei ist. Wer weiß, vielleicht holt er noch was anderes raus. Und damit meine ich jetzt nicht das, was ihr eventuell meint. Hm. Okay. Üblicherweise tot, wie die anderen auch. Ja. Auch ein... Oh! Eine Goldmonstermünze. Sowas hatte ich, glaube ich, noch gar nicht, oder? Die Werte sehen... ziemlich scheiße aus. Abseits der Lebenspunkte. Aber da habe ich, glaube ich, deutlich, deutlich Besseres. Außer natürlich, der ist in Kombination mit anderen Sachen viel, viel besser. Aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Okay. Da diese Folge jetzt so unendlich lang ist, hoffe ich, dass sich die Feinde jetzt nicht so ganz häufig blicken lassen, bis wir mal in Argonia angekommen sind. Und dann gehe ich eigentlich nur noch pennen. Und Argonia werden wir auch noch nicht erkunden. Nein, nein. Also ich habe gerade gegen einen Pseudo-Macho gekämpft und der hat wirklich mächtig Schaden an Jessica angerichtet. Schon wieder Jessica. Aber dafür hat er sich auch selber dabei 99 Schaden gemacht. Oder aber Jessica ist in der Lage, irgendwas zu tun, wovon ich keine Ahnung habe. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Nur wenn davon mehrere auftauchen, soll ich gucken, dass ich möglichst sie mit einem Schwupp belege oder sowas. So genau. Oh, ich habe gerade eine Goldarmschiene erhalten, was ich in erster Instanz erstmal cool finde. Und die Pseudomachos müssen doch nicht das tun, was sie getan haben. Okay, jetzt muss ich auch noch diesen langen Weg drum rumlaufen. Dankeschön. Könnt ihr nicht mal freundlich sein und eure Eingangstore da einbauen, wo man auch eher vorbeikommt, wenn man Reisender ist, der eine lange und entbehrungsreiche Fahrt hinter sich hat. Zu Fuß, weil der König seinen Bock nicht... Ich krieg aber auch gerade richtig was an Schatztrüchen. Oh, so noch eine Sequenz hier. Hmm. Is that a castle? Let's see. If my memory serves me correctly... This must be... Yes, it's the kingdom of Argonia. My daughter is due to marry the prince of this realm. Well, well, well. Argonia indeed. That means you'll undoubtedly meet King Clavius and Prince Jommels when you go to collect the magic mirror. And when that happens, you must keep the current... condition of the princess and I absolutely secret. If anyone inquires as to the purpose of your travels, tell them you are hunting the villain known as Dulmagus and nothing more. Okay, wir haben es nach langer Zeit offensichtlich geschafft. Diese Monsterfolge. Und ich glaube, es ist einfach für euch so langweilig. Ich laufe durch die Gegend, kloppe ein paar Monster, mal ein paar Schatztruhen auf. Und jetzt nach langer Zeit bin ich hier angekommen. Wuhu. Okay, ich mache hier nichts. Ich rede mit niemandem. Ich mache hier nichts auf. Das Einzige, was ich mache, ist, gehe jetzt pennen und dann gehe ich speichern. Und in der nächsten Folge machen wir hier auch nichts. Wir benutzen das jetzt hier als Bastion, um uns hier im Inland noch ein bisschen umzugucken.
Und dann fahren wir mit dem... Übernachten? Fahren wir mit dem Boot über das Meer. Und versuchen noch weitere Schatztruhen zu öffnen. Wie lange es dauern mag, wie viele Folgen, ich habe keine Ahnung. Aber ich werde es tun, weil ich Level-Ups haben möchte. Und sowas. Ne? Und mal gucken, was ihr so sagt. Bis dann, ciao.